Grüezi miteinander. Herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem Mittwoch, dem 28. Februar 2024. Ich freue mich, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben. Vielleicht haben es einige bemerkt, ich habe gestern die Nachtlese von heute genommen und so nehme ich die von gestern nämlich heute rein. Also, es ist ein etwas längerer Text, auf den wir gemeinsam lauschen können und ich blende ihn natürlich wieder ein. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sich schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Das ist eine bittere Geschichte und sie weckt bei uns auch keine guten Gefühle. Und jeder fragt sich, wenn er diese Geschichte hört, wieso konnten die Jünger im Garten Gethsemane nicht wenigstens ein bisschen durchhalten, ein bisschen zu Jesus halten. Sie wussten doch, dass es brenzlig wurde, sie wussten doch, dass die Gefahren drohten. Und warum sind sie dann so neben den Schuhen und schlafen ein und bringen es nicht fertig, Jesus zu stützen? Es ist nicht immer einfach, die Situation so abzusehen. Vielleicht haben es die Jünger auch nicht gewusst, dass es so brenzlig wird und vielleicht waren sie auch wirklich einfach müde. Aber das ist symptomatisch, auch in unserer Zeit und mit unseren Freunden erleben wir vielleicht Ähnliches, dass wenn es uns nicht gut geht, wenn es darauf ankommt, dass dann die Freunde nicht da sind, dass sie nicht bereit sind, dass sie nicht helfen können. Diese Geschichte hier geht ja noch viel weiter und zwar, sie erzählt ja auch noch im gleichen Atemzug, dass sie auch in Zukunft wachen sollen, dass sie nicht abfallen vom Glauben. Das heißt also, wir sind immer wieder auch in der Gefahr, von dieser eigentlichen Sache, nämlich diesem großen Weg zu Gott hin, abzufallen, einzuschlafen, nicht mehr bereit zu sein. Das zeigt sich in dem einen, dass wir nicht für Menschen einstehen können, die vielleicht unsere Hilfe brauchen. Und das zeigt sich zum anderen, dass wir selbst ja die eigentliche Ausrichtung für den Glauben zu Gott hin hier und dort einfach vernachlässigen und sagen, jetzt lebe ich erstmal und wenn ich vielleicht alt bin, dann setze ich mich dann wieder für den Glauben ein und für die Gemeinschaft. Es ist so wichtig, dieses Wachet, das taucht in der Bibel ganz, ganz viel und häufig auf. Und jetzt könnte man sich ja fragen, was hilft eigentlich dagegen, dass man nicht einschläft? Was hilft, dass man eben immer am Ball bleibt? Man könnte mit einem Schmunzeln sagen, ja, mit einem Kaffee hätten sie vielleicht durchgehalten. Es geht nicht um den Kaffee, sondern es geht darum, dass in unserem Leben ganz viele Momente erscheinen, wo wir eben von dieser Linie abweichen, wo wir auch dann, wie gesagt, den Freund nicht mehr im Blickwinkel haben oder die Freundin. Deshalb kann man das nicht mit einem Kaffee auffangen, sondern eigentlich nur mit einem ständigen im Gebet und in der Verbindung mit Gott stehend, dass man sagt, ich möchte den Tag beginnen, ich möchte ihn beschließen und ich möchte auch während der Mahlzeiten an Gott denken. Ich möchte in meinem Leben viele Momente haben, und zwar an jedem Tag, dass ich an Gott denken kann. Kleine Erinnerungen zu schaffen. Wir können jemanden nicht vergessen, wenn wir ganz viel mit ihm Kontakt haben, wenn wir ganz viel mit ihm zusammen sind. Wenn wir natürlich dann wieder getrennt sind, dann vergisst man schnell einen anderen.
Und so ist es genauso auch mit dem Glauben, dass man einfach sich sagt, wir wollen diesen Glauben immer praktizieren in allen Dingen und nicht nur am Sonntag und nicht nur vielleicht einmal im Jahr, sondern täglich. Aber dann gibt es ja tatsächlich noch diese andere Dinge, diese andere Sache, dass die Jünger eigentlich hätten ja auch wissen müssen, jetzt kommt es mal kurz drauf an. Jetzt könnte es gefährlich sein. Und da ist die Gefahr da, dass sie gerade in diesem Moment im Garten Gethsemane versagen. Ja, der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Und dass wir da versuchen herauszufinden und herauszukommen, dass wir sagen, manchmal muss man auch über seine Kräfte gehen. Manchmal muss man sich einfach vielleicht auch zusammenreißen, dass man durchhebt und dass man alles auf eine Karte setzt. Und wenn man heute unsere Zeit anguckt, dann ist die Gefahr groß, dass wir bei den vielen Wirrnissen dieser Zeit gerade diese Ausrichtung schnell mal vergessen könnten. Umso wichtiger, dass wir am Morgen und am Abend mit einem Bibeltext anfangen. Umso wichtiger, dass wir auf Gott immer wieder auch zugehen und dass wir vielleicht auch in der Mitte des Tages anhalten. Deshalb gab es früher diese vielen Gebete in einer Gemeinde, deshalb gab es die vielen Praktiken, dass man hier und dort immer wieder auch die Hände faltete vor dem Essen, vor dem Schlafengehen. Und das alles kann einem bereithalten für das Kommen Jesu Christi. Und das wünsche ich uns auch an diesem Abend, dass wir dieses ständige Wachen nicht als Last empfinden, sondern als etwas sehr Schönes, weil wir ja ständig dann mit Gott im Gespräch sind und dadurch auch viel, viel Hilfe geschenkt bekommen. Führe mich, o oh Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort, sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Ich wünsche eine gute Nacht, schlafen Sie wohl und denken Sie daran, das Verbundensein ist etwas Positives, es ist keine Pflicht, sondern es ist doch wunderschön, wenn man mit dem, der einen geschaffen hat und der einen führt, immer wieder auch Verbindung hat. Gute Nacht, Ihr Reini aus den Nachtgedanken.